sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ob's Edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden. Oder sich wappnen, das nennt man eine See von Plagen. Durch Widerstand sehen, sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unser Fleisches Erbteil ist, einzig aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's, was in den Schlaf für Träume kommen mögen. Wenn wir die irdische Verstrickung lösten, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, der stolzen Misshandlung? Verschmähter liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwelt schweigenden Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadelbrust. Betrüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmühen, nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen her, dass wir die Übel, die wir haben, die wir ertragen, als Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein frei aus uns allen, der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkt. Und Unternehmen hochgezielt und wertvoll durch diese Rücksicht aus dem wahren Gelenk verlieren so der Handlung Namen.